Lege dich einmal ruhig hin oder setze dich ruhig hin und folge zunächst deinem Atem. Fühle, wie er kommt und wie er deinen Körper wieder verlässt. Rufe all deine Chakren zusammen und begebe dich in dein vereinigtes Chakra. Atme Ana, Solavana und Elixier in dich und weite dich mit jedem Atemzug. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Herzraum und sende von dort einen goldenen Lichtstrahl deine Prana-Röhre aufwärts, zu deinem Kehlkopfchakra, weiter zu deinem dritten Auge, zum Kronenchakra und dort austretend aus deinem Körper zum Alpha-Chakra, dem 9., 10., 11. bis ins 12. Chakra der Verbindung zu deiner Seele. Dort mache eine Art Schleife um dieses Chakra herum und sende dann diesen Strahl, Kraft deiner Gedanken, in das göttliche Gedankenfeld und verankere dich dort. Lasse Wurzeln wachsen im göttlichen Gedankenfeld, verbunden mit deinem Herzen. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit wieder in deinen Herzraum und sende von dort einen goldenen Lichtstrahl deine Prana-Röhre abwärts zu deinem Sonnengeflecht, dem Sakralchakra, dem Wurzelchakra und am Wurzelchakra austretend aus deinem Körper in das Omega-Chakra. Dort mache eine Schleife einmal um dieses Chakra herum und sende dann diesen Strahl in den Schoß von Mutter Erde und verankere dich dort. Lasse Wurzeln wachsen in Mutter Erde, verbunden mit deinem Herzen. Kehre nun wieder zurück zu deinem Atem und atme wechselweise über den Strahl aus dem Göttlichen ein und über die Verbindung zur Mutter Erde aus und umgekehrt. Fühle, wie dich bei jedem Einatmen die Energie von Mutter Erde oder des Göttlichen durchfließt und mit jedem Ausatmen dich das verlässt, was du nicht mehr benötigst. Sprich mir nun in Gedanken oder laut nach. Ich bitte meine persönliche Engelsgruppe, insbesondere meinen Botschafter der Liebe, mir jetzt zu helfen und an meiner Seite zu sein. Ich bitte darum, dass die geistige Welt und insbesondere die Liebesengel mir helfen, meinen Seelenpartner zu finden und mit ihm oder ihr eine wundervolle Liebesbeziehung aufzubauen. Bitte übermittelt mir klare Hinweise, wie ich meinen Seelenpartner finden kann und helft, dass wir uns so bald wie möglich begegnen und uns gegenseitig Freude schenken können. Ich bitte um eure Hilfe dabei, Umstände zu erschaffen, die für ein rasches Zustandekommen
dieser erfüllte Liebe sorgen. Ich rufe nun zu mir mit den Worten Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tshebayot, den Herrn der Heerscharen, Melek Metatron. Ich rufe Gott Shiva, Engel Michael und Jesus den Christus zu mir. Bitte helft mir, alle geistigen, körperlichen und gefühlsmäßigen Blockaden zu heilen und aufzulösen, die dazu führen, dass ich Angst vor einer großen Liebe habe. Bitte helft mir, die göttliche Führung zu hören und zu befolgen, die mich zu meinem Seelenpartner führt. Ich weiß, dass mein Seelenpartner mich ebenso leidenschaftlich sucht, wie ich ihn oder sie. Wir beide bitten darum, dass ihr uns jetzt zusammenbringt und uns helft, die Segnungen wahrer Liebe in Dankbarkeit anzunehmen. Verweile nun, bis du das Gefühl hast, alles ist vollzogen und die Energiefelder sind klar um dich. Bedanke dich zum Abschluss bei der geistigen Welt, bei Jesus Christus, Gott Shiva, Engel Michael, Melek Metatron und natürlich deiner persönlichen Engelsgruppe, deinem Botschafter der Liebe und allen anderen Helfern um dich herum. Kehre nun langsam wieder zurück zu deinem Atem und ins Hier und Jetzt. Wackele ein wenig mit deinen Fingern und mit deinen Füßen. Öffne deine Augen und sei voller Dankbarkeit für das, was nun geschehen darf. Ananascha.